Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem Februar-Haul. Ich hoffe, ihr seid gespannt auf die Sachen, die ich euch heute alle zeige. Unter den neu erworbenen Dingen ist auch neue Deko, die ich euch später zeigen werde, eine neue Lampe und neue Möbel. Seid also gespannt darauf. Beginnen wollen wir zunächst mit den Accessoires. Da habe ich einmal von Amazon bestellt diesen tollen Gürtel hier mit den Ketten. So rum. Ja. Ja, ich habe tatsächlich Fragen bekommen, was es sein soll. Es ist ein Gürtel. Dann habe ich eine Kleinigkeit bei Phantasmagoria bestellt. Und zwar ist das diese süße kleine Sacktasche von Dark in Love mit der Schleife und diesem Kreuz und diesen hübschen Ketten hier. Hinten schlicht schwarz. Einen kleinen Fussel, den machen wir mal ab. Ja, meine neue kleine Handtasche. Und zu guter Letzt von den Accessoires von Phantasmagoria habe ich diese süßen Vampir-Hausschuhe. Die sind so weich und wirklich süß. Ist die kleinste Größe. Ich habe nicht sehr große Füße. So, weitermachen wollen wir mit den Büchern, da es in diesem Fall zwei Stück sind. Da habe ich einmal die Edda. Ein nordisches Buch, nordische Mythen und Sagen. Ich habe auch schon begonnen zu lesen, wie man sieht. Und um meinen H.P. Lovecraft Sechserband zu vervollständigen, habe ich die namenlosen Kulte mir noch bestellt. Jetzt fehlen mir noch zwei Bücher. Und zwar glaube ich, dass es die großen Alten sind, die mir noch fehlen. Ja, die großen Alten. Und noch einer. Da muss ich allerdings noch mal genau gucken, welcher mir noch fehlt. Aber definitiv fehlt mir noch die großen Alten und noch ein Band. So, das waren meine zwei Bücher. Und nun kommen wir zu Kerzen und Deko. Da habe ich einmal von Amazon wieder diesen wunderschönen orientalisch anmutenden Stern in schwarz-lila. Innen drin ist ein LED-Teelicht, das habe ich extra dazu gekauft. Diesen Stern kann man schön an einem Haken aufhängen. Ein wunderschönes Dekostück. Dann habe ich für unsere Eingangstür
diesen tollen Türkranz mit einem schwarzen Raben darin, schwarzen und lila Rosen und diesen zwei lila Glitzerkürbissen. Es ist auch eine Lichterkette dabei, sieht man jetzt leider im Hellen nicht so gut, die leuchtet auch lila. Aber wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann seht ihr auch Bilder bei Dunkelheit von diesem Kranz. Und da seht ihr dann, dass die Lichterkette lila leuchtet. Schaut vorbei, abonniert mich da, also folgt mir auf Instagram. Das lohnt sich. Ich lade regelmäßig neue Bilder und Beiträge hoch. Das wäre der Kranz. Nun habe ich zwei Duftkerzen noch bestellt von Alchemy Gothic. Und zwar einmal diese hier in diesem wunderschönen Glasbehälter. Der Duft ist Rosenduft, wie immer bei diesen Kerzen. Ich liebe diesen Duft einfach. Und diese Glasbehälter, die machen wirklich schön was her. Und das ist die andere Kerze. Ebenfalls von Alchemy Gothic. Und ebenfalls in diesem wunderschönen Glasbehälter. Wunderbar. Bei dem letzten in dieser Art, den ich bestellt hatte, ist hier oben diese kleine Spitze abgebrochen. Deswegen habe ich die Kerze nochmal in unversehrt bestellt. Allerdings habe ich meine erste Kerze in dieser Art, die habe ich auch noch. Weil ich diesen Behälter eben so schön finde. Und auch wenn er kaputt ist, man kann ihn ja wieder kleben. Ja, das letzte Dekostück, was ich hier oben habe, das vorletzte Dekostück, aber das letzte in der Gothic Sparte wäre dieser Ölbrenner. Ein weißer Wolf mit einem Baum. Der ist ebenfalls von Amazon bestellt, wie auch der Kranz. Und die Kerzen habe ich auch über Amazon bestellt. Das ist dieser tolle Ölbrenner. Das letzte Stück, was ich hier oben habe, das fällt schon in den Bereich Osterdekoration. Und zwar ist das dieser Holzschriftzug Frohe Ostern. Sehr bunt gehalten in Gelb- und Orangetönen und Grüntönen ebenso. Ich mag Holzdeko sehr gerne. Allerdings sind wir auch gerade am Aussortieren, am Ausmisten. Neues her, altes weg, ja. Und dieser neue Frohe Ostern-Schriftzug durfte bei uns einziehen. So, nun zeige ich euch noch die neue Frühlingsdeko und die neuen Möbel und die Lampe, wie gesagt. Hier haben wir die neue Frühlingsdeko, diese rosa Vasen, diese Kerzen-Teelichthalter hier, die kennt ihr ja schon, die habe ich schon mal gezeigt, die sind vom letzten Jahr von Pogo. Von diesen rosa Vasen habe ich an der Zahl 3 Stück, 2 von diesen Teelichthaltern. Und hier ist noch die letzte rosa Vase und diese hübschen
Blüten hier. Die sind vom dänischen Bettenlager, jetzt Jysk. Das ist soweit unsere neue Frühlingsdeko bis hier. Habe ich hier. Dann habe ich hier diese neuen Holztabletts. Ich weiß jetzt nicht. Hier. Diese neuen Holztabletts. Und dieses Dekogranulat gekauft. Das habe ich hier in Schwarz und Lila geschichtet und diese Rosenkerze oben drauf gesetzt. Die Dekohasen und das Dekoei, die Lichterkette, sind noch alt. Die sind nicht neu. Aber es sieht im Zusammenspiel sehr schön aus. Und hier habe ich dasselbe gemacht. Und zwar mit pinkem und weißem Dekogranulat und diesem Holztablett hier. Die Deko drumherum ist ebenfalls schon von Vorjahren. Diesen kleinen Keramikhasen hier. Den hier. Den hat mein Sohn gemacht in der Schule. Den finde ich wirklich süß. So, und nun zeige ich euch noch die neuen Möbel. In dem Fall sind es zwei neue Küchenstühle. In schwarzem Kunstleder gehalten. Auch hier, das ist Stoff hier in der Mitte. Und an den Seiten ist dieses Kunstleder. Das sind Schwingstühle, zwei an der Zahl. Und unsere neue Lampe. Hier ist sie. Die alte hat mir absolut nicht mehr gefallen. Und jetzt habe ich eine neue gekauft. Sehr modern, ich weiß, aber mir gefällt sie und sie macht auch sehr hell. Und das ist gerade morgens für mich sehr wichtig, weil ich echt schwer aus den Puschen komme. Ja, das waren soweit die neuesten Sachen für den Februar. Hier noch ein kleiner Blumengruß. Schöne Narzissen am Fenster. Und das war soweit mein Haul-Video für den Februar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem natürlich einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns in den nächsten Videos wieder. Bis dann. Ciao.